Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wird es ein Unboxing geben zu einer Brand, die wahrscheinlich dem einen oder anderen noch nicht so viel sagen wird. Denn wir werden uns heute in diesem Video eine etwas unbekanntere Brand im Detail anschauen und schauen, ob die Brand mit den großen Brands mithalten kann. Ihr werdet es wahrscheinlich eh schon im Thumbnail gesehen haben, aber die Brand, um die es sich heute handelt, ist Outtype oder auch OT genannt. Und die hatte vor kurzem einen Drop gehabt und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und habe mir hier einmal die ganze Kollektion besorgt. Also ihr seht schon, ein Riesenpaket hier. Und wir werden das Ganze jetzt gemeinsam unboxen, uns anschauen, wie der Fit der Sachen ist, wie die Quali der Sachen ist, generell die Kollektion einfach. Deswegen lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir stehen wirklich sehr kurz vor den 3000 Abonnenten. Wirklich danke an jeden Einzelnen. Und damit würde ich sagen, packen wir jetzt das Paket aus und schauen uns die ganzen Sachen im Detail an. So, was haben wir hier? Wir haben erstmal eine Dankeskarte. Dann haben wir hier das erste Piece. Ich glaube, das ist ein T-Shirt. Dann haben wir einmal etwas schwerer, und zwar eine Denim. Dann ein Hoodie. Und jetzt seht ihr auch, warum der Karton so groß ist. Und zwar haben wir hier auch noch dieses Ding hier. Da kommen wir aber später zu. Und dann haben wir hier noch eine Cap. Ansonsten ist der Karton leer. Vorab, ich blende euch mal so eine Kollektionsübersicht ein, was alles gedroppt ist. Aber wie gesagt, ich habe mir hier die ganze Kollektion bestellt. Also wir haben jedes Piece der Kollektion da. Ein Piece habe ich mir schon vorher besorgt. Also das ist als erstes gedroppt, und zwar die College-Jacke. Die habe ich schon ausgepackt, aber die werde ich euch auf jeden Fall später auch nochmal zeigen, weil die ist wirklich crazy. Und dadurch, dass ich die Jacke einfach schon super krass fand, habe ich mir hier die ganze Kollektion besorgt. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Unboxing. Als erstes haben wir hier ein T-Shirt und ihr seht schon, komplett schwarz, relativ basic gehalten. Hier vorne haben wir Outtype eingestickt. Ich glaube, es ist in der Kamera ein bisschen schwer zu erkennen. Deswegen werde ich euch auf jeden Fall auch Detail-Videos einblenden. Auf der Rückseite haben wir hier Black on Black Outtype stehen. Wie gesagt, ich glaube, in der Kamera gerade ein bisschen schwer zu erkennen. T-Shirt fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an, ist nicht dick. Also wir haben jetzt nicht so einen Heavy-Stoff. Ich mag zwar auch Heavy-Tees, aber ich bin auch ein sehr großer Fan einfach von leichten T-Shirts. Vor allem im Sommer einfach sehr gut. T-Shirt besteht aus 100% Organic Cotton und wird in Portugal produziert. Verarbeitung, muss ich ehrlich sagen, ist sehr, sehr gut bei dem Ding. Sowohl die Nähte als auch jetzt hier das eingestickte Outtype-Logo. Die Hangtags erinnern mich auch sehr stark an die Represent-Hangtags. Schauen wir uns jetzt gemeinsam den Fit an und hoffentlich wird das Ganze passen, aber sollte eigentlich. Ich habe mir hier eine Size M gekauft. Wie ihr seht, fittet das Ganze echt sehr gut. Wir haben einen Boxy-Fit mit Drop-Shoulders. Also genau so sollte ein T-Shirt fitten. Ebenfalls fühlt sich das Ganze echt sehr gut auf der Haut an und generell taugt mir dieses Black-on-Black T-Shirt auf jeden Fall sehr. Also der Fit ist, wie gesagt, echt sehr strong. So, machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Piece. Und zwar haben wir jetzt hier den Hoodie. Hier ist das gute Ding. Fühlt sich auf jeden Fall, ja, gut an. Ein bisschen robusterer, fester Stoff. Also ich merke schon, wir werden hier jetzt keinen Polyesteranteil wahrscheinlich haben. Denn das Ganze besteht, ja, wie ich es mir gedacht habe, wie auch das T-Shirt, schon aus 100% Organic Cotton und wurde in Portugal produziert. Hat hier von innen auch nochmal dieses French Terry Cotton. So, und wir haben hier ein paar Details. Zum einen haben wir hier diesen Druck vorne. Dann haben wir zum anderen hier hinten so ein Backprint. Hier hinten steht groß Relentless Ambition. Und nochmal so ein, ja, Motivationsspruch, sage ich mal. Generell Outtype benutzt ja sehr viel Motivation, haben sehr große Message. Da der Brand-Owner einfach aus der Fitness-Szene kommt und ja das Ganze hier so ein bisschen aufgreift mit Motivation, mit Disziplin. Also falls ihr euch dafür interessiert, checkt sehr gerne die Social-Media-Kanäle von Outtype ab. Und wie gesagt, findet man das hier auch in echt einigen Pieces wieder. Ansonsten haben wir hier aber noch andere Details, denn zum Beispiel hier überall an den Ärmelenden oder am Ende des Hoodies sind so offene Nähte. Ich komme mal näher zu der Kamera. Hier seht ihr es, also die Nähte sind hier aufgetrennt, genauso wie auch hier am Hoodie-Ende. Macht den Hoodie noch mal ein bisschen einzigartiger, aber nicht zu auffällig, nicht zu laut, sondern eher basic und schlicht. Also auf den ersten Blick wird man es nicht erkennen, aber beim genaueren Hinsehen ist das Ganze schon ein sehr cooles Detail. Auch hier habe ich eine Size M. Ich bin sehr gespannt auf den Fit, aber vorher schauen wir uns noch die Denim an. Und dann blende ich euch beides zusammen in einem Fit-Video ein. Und hier ist auch schon die Denim. Wir haben hier eine Cargo-Denim mit, ja, ganz vielen Taschen außen. Und ihr seht schon, auch die Denim ist dunkel gehalten in einem Schwarz. Die ganze Kollektion ist eine Black-on-Black-Kollektion. Sogar hier auf den Etiketten ist eine Message. Ich weiß nicht, ich halte es mal in die Kamera. Vielleicht könnt ihr es dann sehen. Könnt ihr Pause drücken.
Ich hoffe, man hat es gesehen. Ja, zieht sich einfach durch die ganze Brand. Finde ich echt sehr cool, dass hinter dem Ganzen einfach eine Message steckt. Und wie gesagt, hier haben wir die Cargo-Hose, haben hier auf beiden Seiten jeweils zwei Taschen. Man kann die Cargo hier Open Leg tragen oder das Ganze nochmal mit so zwei Bändchen zuziehen. Aber ich glaube, das macht mittlerweile keiner mehr, sondern man trägt die Open Leg. Ansonsten haben wir an der Denim noch hier vorne ein paar Distressed-Elemente, auch hier oben. Wir haben einen gebrandeten Knopf und hinten auf der Denim ebenfalls so ein paar Distressed-Elemente. Die Denim ist eine Größe 32, sollte auch in der Regel passen. Und ich würde jetzt sagen, wir schauen uns gemeinsam den Fit der beiden Sachen an. Ich bin wie gesagt ca. 1,83 groß, habe hier bei dem Hoodie eine Size M, bei der Hose eine Size 32. Und was soll ich euch sagen, ihr seht selbst, beides passt perfekt. Also der Hoodie sitzt echt sehr geil. Genau so stelle ich mir eigentlich einen Fit von einem Hoodie vor. Und auch die Denim sitzt sehr gut. Schön oversized, schön baggy. Stackt auch sehr gut auf breiten Schuhen, wie zum Beispiel hier auf den Peso Tank Sneakern. Genauso kann man auch rausgehen. Ist schon ein fertiger Fit. Schwarzer Hoodie, schwarze Denim. Schön basic, schön clean. Bevor wir zu den Accessoires kommen, zeige ich euch noch die College Jacke. Die gehört ja auch zur Kollektion, ist aber schon, ich glaube, ein, zwei Wochen vorher einzeln gedroppt. Die habe ich mir schon vorher besorgt und wer mich auf Insta verfolgt, also ihr könnt sehr, sehr gerne mein Insta abchecken, philipp.rt9 heiße ich da. Wer mich da verfolgt, da habe ich schon die ein oder andere Story mit der College-Jacke hochgeladen. Ist einfach wirklich eine sehr, sehr geile Jacke. Vor allem war sie echt vergleichsweise zu anderen College-Jacken günstig für das, was man hier kriegt. Wir haben hier so, ja, Ärmel aus Kunstleder, glaube ich. Dann hier zur Hälfte aus Polyester und zur Hälfte aus Wolle. Wir haben hier verschiedene Patches. Hier zum Beispiel das OT-Patch. Hier innen haben wir so ein, ja, Karo-Steppmuster, sage ich mal. Auf der Rückseite ganz groß hier so ein, ja, ein Schriftzug praktisch im Kreis. Auch das hier ist eine Size M und auch hier blende ich euch einfach mal den Fit ein. Und ihr seht auch hier, die Jacke passt perfekt. Ich bin, wie gesagt, immer noch ca. 1,83 groß, Size M, super. Und wer College-Jacken feiert und dem sie stehen, der sollte hier sich das Ding auf jeden Fall anschauen. Also Real Talk, sieht einfach sehr krass aus. Passt überall perfekt und sieht auch sehr geil aus, dieses Black on Black, das sich hier auch, wie gesagt, durch die ganze Kollektion zieht. Kommen wir jetzt nun zu den Accessoires. Fangen wir an mit, ja, dem schnellsten, kleinsten, offensichtlichsten. Boah, ich weiß gar nicht, warum man hier so eine riesen Tüte benutzt hat, um diese kleine Cap einzupacken. Aber wir haben hier die, ja, eine Trucker Cap. Ich nehme mal hier dieses Papier raus. Aber ihr seht schon, wir haben hier eine OT Cap, wo Outtype draufsteht. Kommt sehr clean, keine besonderen Farbakzente. Ich würde sie gerne jetzt aufziehen, aber ich glaube, ich würde mir dann meine ganze Frisur ruinieren, deswegen lasse ich es mal jetzt. Aber ist eine normale Trucker Cap. Wie gesagt, folgt mir auf Insta, schaut da rein. Ich werde es wahrscheinlich in der einen oder anderen Story auch mal anhaben. Von der Quali her ist das Ganze auf jeden Fall deutlich besser als das, was ich kenne. Ich habe zum Beispiel eine von Cortez und da sieht man schon, dass die Quali einfach nicht gut ist. Überall stehen Fäden ab und so und im Vergleich dazu ist das hier auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Gut, kommen wir nun zum letzten Piece und auch zum größten, warum auch der ganze Karton erst so groß war. Und zwar handelt es sich hierbei um dieses Ding hier und ja, ihr werdet es euch schon wahrscheinlich denken. Ich habe ja vorhin die Ansicht eingeblendet, was alles gedroppt ist. Und eine Sache fehlt ja bisher noch. Und das Ganze haben wir hier verpackt in so einer schönen Dustbag. Und ihr seht schon, wir haben hier einen Weekender. So, ich habe hier mal überall an der Tasche jetzt das ganze Verpackungsmaterial entfernt. Die Tasche besteht aus 100% veganem Leder. Wir haben hier überall auf der gesamten Bag OT bzw. Outtype eingeprägt. Eine wirklich sehr, sehr geile Tasche. Qualitativ ist das Ganze wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level. Der Reißverschluss könnte auf jeden Fall etwas flüssiger laufen, aber ist auf jeden Fall keine große Sache. Hier innen drin, falls ihr es seht, ist auch nochmal so eine Message versteckt. Also ja, wie gesagt, diese Motivationssachen sind hier so ein großes Ding, zieht sich durch die ganze Brand. Abschließend kann ich euch sagen, Freunde, ich bin sehr, sehr krass überrascht von Outtype, also Real Talk. Gibt mir echt leichte Represent-Vibes, nicht nur, weil die Hangtags sich sehr ähneln. Ich werde euch wahrscheinlich die Preise zu den einzelnen Sachen eingeblendet haben. Ich weiß sie gerade nicht mehr im Kopf. Deswegen habt ihr so einen kleinen Überblick bekommen über die Brand Outtype. Wie gesagt, Outtype eine sehr junge Brand, die noch nicht lange existiert und die auch noch kaum jemand auf dem Schirm hat. Aber eine Brand, die wirklich vom Fit her, von der
der Quali wirklich sehr gute Arbeit leistet. Deswegen sollten wir die in Zukunft auch auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes droppen wird. Und ihr könnt mir sehr gerne die Kommentare droppen, falls ihr eine Brand kennt, die auch noch nicht so viel auf dem Schirm haben, aber die auch was kann. Dann bestelle ich mir dort was und wir werden es gemeinsam hier auspacken. Denn ich finde, man sollte auch nicht nur den großen Brands wie zum Beispiel 6PM eine Bühne geben, sondern auch den kleineren bzw. noch nicht so bekannten. Lasst im Video noch sehr gerne Daumen nach oben da und abonniert. Wie gesagt, wir stehen kurz vor den 3000 Abonnenten. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir das demnächst erreichen würden. Und damit würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.